Ja, moin. Kurz vorweg, mir ist ein dummes Missgeschick passiert, weil ich ja mit DSR aufnehme, damit ich direkt eine 2560x1440er Auflösung habe in der Aufnahme. Wegen VP9 und so auf YouTube. Und ja, ich habe die Dummheit begangen, dass ich das da nicht zurecht skaliert habe auf OBS und deswegen fehlt ja vom Spielbild rechts ein bisschen was und unten ein bisschen was. Ist so leicht versetzt, da fehlt halt ein Stück. Ist wie gecroppt, ja. In der nächsten Folge wird das dann wieder passen und ja, das wollte ich nur kurz vorweg gesagt haben und es nimmt dir, glaube ich, aber nicht so viel dem Ganzen und ja, da muss ich ein bisschen mehr drauf achten in Zukunft, wenn ich das mache, so das benutze und ja, viel Spaß. Jo, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ja, normalerweise würde ich das ja schon geladen haben, aber in dem Fall geht hier die Action ungünstigerweise dort sofort los, jetzt, wenn ich hier rein jumpe und deshalb soll ja nichts fehlen in der Folge und springen wir zusammen rein in die große Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier geht nämlich jetzt richtig die Post ab. Nehme ich an. Ja, ab. Danke. Ich bin direkt erwischt, ja. Scheint wohl so. Da unten. Feiger Typ. Hab ihn wohl erwischt, ne? So, Kin. Ach so, dann wechsle ich die Waffen. Ich bin schon wieder voll raus hier aus der Steuerung. Schrottflinten. Moskito. Na dann. Aber klar. Oh, ich und die Steuerung wieder hier. Oh, zeig mal her hier. Vielen Dank. So, gut. Dann müssen wir wohl sicherlich hier runter. Zurück kann ich nicht, doch betritt die Hall of Heroes. Okay, da könnte man eventuell dadurch dann automatisch speichern und so, ne? Irgendwie gab es so eine Tastenkombination, da konnte man sich anzeigen lassen, wo man langlaufen muss, nicht wahr? Erinnere ich mich ganz dunkel dran. Hier schönes Gesundheitskit, Munition, nichts, was wir brauchen würden, meine ich.
kriegen wir ja auch von den Typen hier. Insofern. Erstmal ein bisschen umgucken hier, wie immer. Aha. Hier gibt es nämlich jede Menge Zeug. Hier geht es mit Sicherheit dort weiter. Aber hier ist nichts weiter. Gut, gut. Ah, schon wieder diese Dinger. Mülleimer durchsuchen hier. Panzerfaust. Ja. Oh, nicht schlecht. Brauche ich die? Ich weiß ja nicht. Ich meine, in dem Ding hier geht's weiter. Ich glaube, hier geht gleich nochmal richtig schön die Post ab, ne? So. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Mhm. So, der ist wohl erledigt. Pistole, so eine Pistole. Nö, nö. Ja, muss ich wohl wieder auf diese Dinger darauf springen, ne, und so weiter und so fort. Ich hätte mal gern gewusst, kann ich mich für eine Richtung entscheiden oder. Ne, geht nur in die eine. Okay. Ja, dann. Wollen wir mal, wa? Bitte sehr. Vielen Dank. Mal her damit, ne? Da geht's hoch, da geht's hoch.
Das Ding da folgt mir anscheinend. Tja, hier hoch oder da hoch? Das ist hier die Frage, ne? Ja, ich gehe mal hier hoch, nachdem ich mich hier umgeguckt habe. Ich leg dich um. Naja. Du hast keine Chance. Schön ins Genick geschossen. Ist auch nett. Für die Kasse. Oh, dankeschön. Prima. Macht das überhaupt einen Unterschied, in welche Richtung ich hier hoch oder runter gehe? Nö, nicht wirklich, ne? Vielleicht ein bisschen praktisch, aber nicht so richtig, ne? Stellt sich die Frage, wie es hier weitergeht. Von da kam ich ja, denke ich. Nein! Kann man denn da drauf kommen? Kann man denn da drauf kommen? Kann man. Hm. Ich denke, es geht hier weiter, ne? Gucken wir mal. Nee. Da komme ich gerade wieder zurück. Aber gut. Erstmal wieder nach oben. Mit Sackgasse. Hm. Umkehren, C. Da ist irgendwas verkehrt. Und zwar sehe ich hier wieder nicht weiter, aber. Na klasse. Hm. Muss ich da hoch, was? Das wäre möglich. Weil ich meine, von da kam ich ja gerade, oder? Jetzt mal ehrlich, das Spiel will mich doch rollen jetzt wieder, oder? Ja, hier war ich ja. Hm. Sie folgt mir brav, ist auch gut. Das ist aber doof jetzt. Da geht es irgendwie noch runter eigentlich, ne? Anscheinend.
runterspringen? Nicht sinnvoll, ne? Ach, hör auf zu jammern hier. One of Heroes, ja, ja. Weg ist er. Tja, also das ist, ja. Gibt es hier nicht... Zurück und schalte die Gondel ein. Ah, mit N, genau, und da zeigt sie mir nämlich. Ach so, soll runter wieder, ja. Okay. Na dann. Mit der N-Taste, genau, und dann zeigt er ihnen nämlich, wo es lang geht. Wieder so einen kleinen Krieg los hier. Fürchte dich nicht vor der Firme! Ich hab noch nichts gefunden! Ein Opfer für unsere Sohn! Sehr schön, immer her damit. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Okay. Ja, irgendwo war ja hier noch was zu gewesen, ne? Weiß noch nicht mehr genau wo, aber das kennen wir ja alles noch irgendwie, es kommt mir bekannt vor. Hier gab es doch so eine Lockpick-Action irgendwo. Ja. Kakerlaken und so. Ich meine, das wäre irgendwo hier gewesen. Okay, wenn es dort nicht war, dann war es auf der anderen Seite hier irgendwo. Ich hatte ja gerade ein Lockpick gefunden. Mal hoffen, dass das reicht, das eine. Mädchen, steh mir noch nie im Weg. Was soll denn das? Sowas. Mann, Mann, Mann. Ich habe die Kasse nicht durchsucht, dann habe ich das bestimmt auch noch nicht gesehen hier. Oh. Das wird wieder eine Überlänge-Folge, einfach weil es speichertechnisch gar nicht anders geht, ja. Befürchte ich. Dauert das Rennen dann halt länger. Das gab eine Errungenschaft auf Steam, die ihr nicht seht, weil meine Facecam davor ist.
Meine Fratzencam. Drei Picks benötigt, ja. Das war's dann wohl. Komme ich jetzt nicht mehr dran, ne? Nicht wahr? Lockpicks spawnen hier aber nicht wieder neu, oder? Aua. Na gut, was soll's. Muss ja hier weiß Gott nicht alles abräumen. Soldiers Field. Und bla bla bla. Zum Ruhme Kolumbias! What the fuck? Immer drauf Holz und dann geht das schon. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Adam. Ja, hier waren wir schon. Ne? Taschen durchwühlt und so weiter. Dagegen ist doch sicherlich irgendwie rein, oder? Genau, da war der Safe, der wahrscheinlich sinnfrei gewesen war, ne? Es steht ganz cool hier am Schreibtisch. Du bist doch wohl nicht käuflich. Hier, gut aufheben. Hier, Mr. DeWitt. Ich danke dir. Mädel, ey. Ja, das ist dann wohl mal Action. Die Toiletten absuchen hier nach Zeugs. Ist mir doch gedacht, irgendwas ist doch hier bestimmt. Da war tatsächlich was. Ja, dann müssen wir wohl eine Runde Fahrstuhl fahren. Und das wird hoffentlich so eine Art Speicherpunkt werden. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Lockpick. Ich habe selbst welche gemacht. Okay. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich... Kann man sowas eigentlich kaufen? Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist.
Tja. Shit happens, wa? Hier geht doch sicher gleich die Post ab, wa? Ja. Los! Schon dabei! Spawn mir mal diesen Patriot da drüben. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Schalte die Gondel mit Shock Jockey ein. Das ist ein Speicherpunkt. Riskieren wir es mal. Einen Kontrollpunkt neu starten. Eigentlich wäre es das gewesen, ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder mal die A-Karte. Natürlich. Ja, aber gut, nach dem Fahrstuhl kam jetzt nicht so viel. Das heißt, das ist auch in Ordnung. Und ja. Kleine Überlänge bis zur nächsten Folge und dann geht's wieder mittendrin los und ruhig und ja, bis dann.